Tom Kaulitz, Heidi Klum. Es hat mir mein Herz gebrochen. Tom Kaulitz ist enttäuscht. Am Flughafen kam es zu einer unschönen Situation mit seinem großen Idol. Tom Kaulitz ist großer FC Bayern München Fan. Mit Ehefrau Heidi Klum war er schon einige Mal im Stadion, um seinem Lieblingsverein zuzujubeln. Doch beim letzten Mal sorgte Heidi für einen echten Skandal. Während des Spiels stichelte sie auf Instagram gegen den Verein, Ex-Vorstandsvorsitzenden Oliver Kahn und Ex-Sportvorstand Hasan Salihamidžić. Jetzt kam es deswegen erneut zu einer unangenehmen Situation. Tom Kaulitz. Es hat mir mein Herz gebrochen. Als Tom und Heidi auf ihren Flug nach Paris in der Business Lounge warteten, entdeckte der Musiker plötzlich FC Bayern München Legende Uli Hoeneß. Ich bin dann hingegangen an den Tisch und habe gegrüßt, erzählt Tom in seinem Podcast Kaulitz Hills, Senf aus Hollywood. Doch mit der harten Reaktion hätte er nicht gerechnet. Ich habe nur ein Brummen zurückgekriegt. Ich habe die Aura gespürt. Es hat mir mein Herz gebrochen. Tom hat auch eine Vermutung, warum Uli so reserviert war. Wir hatten in der letzten Zeit so viele Bayern-Schlagzeilen. Ich kenne Uli. Ich weiß, dass er das gelesen und sich darüber geärgert hat. Der Tokyo Hotel Star findet, wir brauchen nochmal ein klärendes Gespräch. Woraufhin sein Bruder Bill vorschlägt, wir können ihn ja in den Podcast einladen. Bleibt abzuwarten, ob Uli die Einladung annimmt.